Ahoi meine lieben Freunde, hier sind wir wieder zu einem weiteren Indie-Tastisch. Das Ganze heißt Kill Will und ich habe das Ganze schon mal ausprobiert. Das Spiel ist recht simpel, was ich heute vorstellen kann. Wir müssen einfach diesen Charakter mit den weißen Haaren hier, ja, töten. Und der heißt anscheinend Will. Also von der Story her gibt das Spiel jetzt nicht unglaublich viel her. Ich spiele das eigentlich nur, weil mir das Gitarrenriff im Hintergrund gefällt. Ach, wenn wir den alten hier umlegen, dann kriegen wir Zeit dazu. Und es ist im Prinzip, es wird nur gezählt, wie viele wir von diesen Wills, eben von diesen Willis, halt besiegen. Der alte erscheint, habe ich gemerkt, immer nur hier in der Mitte, deswegen werde ich mich hier am meisten aufhalten. Und wir gucken einfach mal, wie viel ich hier mitkriege. Was das übrigens für Viecher sind, weiß ich nicht. Und um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was dieser Taunt macht. Ich lock damit die Leute nicht an. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich mache. Ich weiß ganz ehrlich generell nicht, was das für ein Spiel ist. Es ist sehr simpel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat aber auch ganz schön Grafikstil. Anscheinend haben wir auch einen Teufel beschworen, wie man da unten links erkennen kann. Wir geben unseren Namen ein. Na klar. Oh, ups, geht schon weiter. Scheiße. Gleich erstmal weg mit den Socks hier. Ja, meine lieben Freunde, also das ist es im Prinzip schon. Das ist für einen kurzen Spaß. Ich sag ja immer, Indie-Games können auch so für den kurzen Zeitvertreib sein, wenn man... Ach, Mist. Wenn man einfach auch unterwegs ist oder gerade, keine Ahnung, zu Hause ist und man wollte den nächsten Zug nehmen oder sowas und man merkt, okay, ich habe noch 5 bis 10 Minuten, kann ich noch zu Hause warten, sonst stehe ich da wieder eine halbe Stunde blöd an den Bahngleisen rum. Nein, jetzt habe ich den alten schon wieder verpasst. Ja, keine Ahnung, so zum Zeitvertreib kann man sich das Spiel ja mal geben. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was dieser Taunt halt macht. Das ist halt einfach nur lächerlich. Ich glaube, da hatte auch irgendjemand einfach nur... Ja gut, das war schwach. Ich glaube, da hatte einfach nur irgendjemand... eine Idee für ein gutes Gitarrenriff. Hat sich gedacht, komm, scheiß drauf. Ich pack das in dem Spiel. Kann ja sein, man weiß nicht. So, den alten, den habe ich jetzt hier voll weggebasht. Komm her. Ah. Ich komme aber hier auch nicht, also ich kann nichts weitermachen. Das ist das Spiel. Ah. Ah, jetzt verkacke ich aber hart. Ja, da muss man sehr geschickt sein. Muss man sehr viel nachdenken und sehr überlegen handeln. Oh Mann. Ich glaube, ich mache nach der Runde Schluss. Das kann sich doch keiner mehr antun. Ah, ich habe den alten schon wieder verpasst. Das ist so die Lebensessenz, dass man diesen alten einfach mitnimmt. Ja, was kann ich sagen? So, ich meine, im Prinzip war es das ja mit dem Spiel jetzt schon. Was kann ich da so als Fazit sagen? Im Prinzip, ups, nee, wir machen einfach weiter. Im Prinzip, ja, wäre aus dem Spiel noch viel rauszuholen, vor allem aus dem schönen Pixelart, aus dem schönen Grafikstil. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so einen Klumpen Scheiße spielen muss, also so eine laufende Beulenpest, ich weiß nicht. Aber so wenigstens so eine spaßige Story hätte man dem Ganzen noch verpassen können. Habe ich jetzt nicht entdecken können. Vielleicht steht das jetzt da auf itch.io, wo ich auch die anderen Dinge runterlade. Und das ist natürlich auch wieder kostenlos gewesen, das Spiel. Ich meine, wer will dafür Geld ausgeben, ganz ehrlich. Jetzt müsste der alte Sack aber kommen. Ich brauche nämlich mal wieder ein paar Sekunden. Er kommt immer dreimal. Da ist er. Aber so viel
Mehr Zeit hat er mir jetzt auch nicht gegeben. Komm, wenigstens mehr als beim letzten Mal. Ah, hätte fast noch meinen Rekord geknackt. So, meine lieben Freunde, das war's im Prinzip schon mit dem Spiel. Das hat ja noch ein bisschen was an Potenzial. Man könnte noch ein paar mehr Welten oder vielleicht ein paar andere Charaktere mit anderen Fähigkeiten einbringen. Aber was will ich großartig erwarten? Ich meine, das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, wenn ihr wollt, und da euch mal dran versuchen, hier an dem Highscore. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im nächsten Part gibt es dann, das kann ich jetzt schon versprechen, ein richtig ordentliches Spiel. Ziemlich interessantes. Also bleibt dran. Bis später.